ich bin's Fritz, Fabio an meiner Seite und hinter der Kamera ist André. Wir sind zu dritt und wollen eine Wüste durchqueren. Der Gag an der Sache ist, dass wir eigentlich gerade auf Madeira wären. Durch einen extremen Sturm konnten wir allerdings nicht landen und sind erstmal schön 2 Stunden lang im Kreis geflogen. Laut Pilot flacht der Sturm aber erst 3 Tage später ab, also zurück nach Frankfurt und Plan B musste her. Ja, jetzt ziehe ich einfach zurück nach Frankfurt und fahre dann nach Hause. Am nächsten Morgen in einem neuen Flieger und ab Richtung Wüste. Ich hatte da noch so eine Location im Kopf. Gesagt, getan. Unser Gepäck hatte allerdings keinen Bock auf die Nummer und war erstmal verschollen. Nach 24 Stunden Abwarten und diversen Gesprächen mit wirklich hochqualifizierten Mitarbeitern des Flughafenpersonals musste Plan C her. Eine Wüstendurchquerung mit 100 Euro Budget und dem, was man noch so am Mann trug. Also mit dem Fußbus ab ins nächste Autogeschäft und es war Zeit für die Ladies eine Runde shoppen zu gehen. Okay, ich gehe als erstes. Extra Kick, niemand wusste, was der andere kauft. Das ist eine ganz, ganz beschissene Idee. Ich blieb bei den absoluten Basics. Schlafsack bis 5 Grad, Isomatte, 9 Liter Wasser und nur 2 Packungen Riegel. Fabi und André hingegen gönnten sich erstmal je 3 Sommerschlafsäcke, ausgelegt auf 20 Grad und eine dünne Isomatte. Die menschliche Zwiebel war anscheinend ihre Taktik. Fabio investierte den Rest noch in jede Menge Riegel und Wasser, während André sich stattdessen lieber für eine modische Tennisschlägertasche und einen Anglerhut entschied. Ziemlich bekloppt das Ganze, muss man sagen, aber aufgeben war keine Option. Wir sind seit 12 Minuten unterwegs. Ihr seht es im Hintergrund, großes Industriegebiet. Da haben wir uns quasi aussetzen lassen. Wir haben jetzt alles gepackt. Vor uns liegt jetzt eine ordentliche Strecke, 50, 60, 70 Kilometer, wir wissen es selber nicht so ganz. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen peilen, also so ein bisschen durchschlagübungsmäßig. Wir haben jetzt keinen Track oder so, sondern wir haben so ein paar Point of Interest, die wir im Satellitenbild uns angeguckt haben. Das kann irgendwie eine kleine Oase sein, das kann ein fester Felsvorsprung sein. Und wir gehen jetzt quasi, es ist auch übelst windig hier, quasi von Spot zu Spot. Deswegen gucke ich hier mal drauf und wir müssen uns leicht in nördlicher Richtung halten. Was geht hier ab, Alter? So, das ist jetzt hier so ein Gebiet, natürlich ganz klar. Hier lauern halt die Schlangen und die Skorpione, ne? Wirklich optimal ausgerüstet hier. Mit einer guten Jogginghose. Glaubt mir, es wird landschaftlich natürlich noch viel, viel geiler. Wir fangen jetzt hier gerade erstmal an, uns ein bisschen ranzutasten. Eine Wüste fängt ja jetzt ordentlich einfach bupp an, dann ist Wüste. Und sofort ist es geil, sondern wir müssen erstmal in die Landschaft rein infiltrieren. Verschiedenste Untergründe bisher. Das ist übrigens ja natürlich keine Sandwüste, sondern es ist eine Steinwüste bzw. So eine Art Halbwüste. Ihr seht ja, es ist immer mal wieder vereinzelt Pflanzen, kleine Büsche und so weiter. Mal mehr, mal weniger. Also jetzt nicht zu vergleichen mit der Sahara, was jetzt so Dünen sind. Das ist hier ganz anders. Aber wissen zum Beispiel ja auch wenige, Island zum Beispiel ist auch eine Wüste. Freunde, vor uns, ihr seht es noch nicht, ihr müsst noch euch ein paar Sekunden gedulden. Wir haben Wasser gefunden. Also ich habe genug Wasser im Rucksack. Aber Alter, was? What the fuck? Hier ist einfach ein fucking See. Alter. Mega. Einen Schluck trinken. Boah, ist schnell weg so eine Flasche, ne? Ja. Ist schon weg, oder was? Ja, Hälfte. Krass. Aber ich habe grob ausgerechnet, wie weit ungefähr die Strecke ist. Also keine Ahnung, vielleicht so 70 Kilometer. Vielleicht ganz auch weniger oder mehr, mal gucken.
und wie viel Liter ich mit habe, mit ein bisschen Puffer. Und ich denke mir so, ich kann alle 5 Kilometer eine Flasche sippen. Fabio zieht das Ding einmal weg. Jetzt gäbe es keinen Morgen mehr. Zack, einfach weg. Wie viele Flaschen hast du? Jetzt noch 14. Scheiße. Das ist ja nicht. Man muss sich da echt strikt an irgendwelche Kilometeranzahlen anhalten, sonst ist das 0, nix weg. Wir haben halt so ein bisschen überlegt, okay, es macht ja keinen Sinn, sich jetzt irgendwie durchzuprügeln und dann kommst du an mit Haufen Wasser, Haufen Riegeln. Ja. Es macht aber auch keinen Sinn, jetzt einfach drauf loszutrinken und zu essen und dann hast du immer nichts mehr. Deswegen einfach mal so ein bisschen grob durchchecken. Ja, wie viel Kilometer hat man vor, wie viel kann man trinken und so weiter. Ich hätte die Wüste deutlich wärmer eingeschätzt. Es ist tatsächlich durch den Wind sehr, sehr frisch. Und heute Nacht sollen es, wie gesagt, 0 Grad werden. Der war ja viel zu hoch. Wie unnötig. Ich meine. Was tun wir hier eigentlich? Ich weiß auch nicht, was wir tun. Wir haben ja 6,5 Kilometer und haben noch nichts geschafft. Naja, gut. Ist schon was anderes, wenn man irgendwie einen Wanderweg hochgeht oder Freestyle. Zwischenstand. Wir sind seit 3 Stunden 15 unterwegs, haben jetzt 8,12 Kilometer gemacht. Ist natürlich extrem langsam, aber wegen Film, Drohne und so weiter zieht sich das natürlich alles ein bisschen. Und wir haben jetzt hier einen sehr, sehr hohen Punkt erreicht und haben so ein bisschen geguckt, okay, wo wollen wir jetzt hin? Weil, wie gesagt, wir haben keine feste Route, sondern wir laufen so ein bisschen grob die Himmelsrichtung und arbeiten uns so von Punkt zu Punkt. Das ist so die nördliche Richtung, die wir gehen wollen. Und wir haben jetzt da hinten so zwei schroffe Klippen gesehen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Die werden gerade von der Sonne angestrahlt. Die sehen übelst krass aus. Und wir haben so ein bisschen geguckt, von der Peilung her, das ist auf 10 Grad. Also leicht nördlich, leicht rechts vom nördlichen. Fabio checkt auch nochmal. Also bei mir ist es 10 Grad. Bei mir auch exakt 10, ja. Das heißt, wir halten uns jetzt einfach grob in die Richtung und dann stehen wir hoffentlich heute Nacht oder morgen früh vor der Klippe. Ob das funktioniert, werden wir in den nächsten Stunden sehen. So, wie navigieren wir? Quasi indirekt mit Kompass, hier in dem Fall digital, auf 10 Grad. Da haben wir uns hier oben das Ziel ausgesucht und dann gucken wir in Verlängerung, okay, in die Richtung geht's. Und dann suche ich mir immer am Horizont markante Punkte, damit ich natürlich nicht ständig auf den Kompass gucken muss und dann einfach Strecke ballern. Vielleicht noch eine kleine wichtige Info am Rande. Die GPS-Uhr, die ich hier habe, das ist jetzt kein Sponsoring oder so, aber Fabi hat die gleiche, ich habe die gesehen, ich hatte auch Bock drauf. Ja, wir benutzen die jetzt viel, macht Spaß, aber nicht, dass es irgendwie das falsch rüberkommt. Ne? Ist jetzt kein Placement oder so, aber macht halt Bock damit mal so ein bisschen rumzuspielen, zu tracken, zu navigieren. Ja. Und man fühlt sich halt ultra-taktisch. Ja, man fühlt Alter, sich ultra-taktisch. Und André rastet mit der Drohne einfach komplett aus. Ey, ist schon geil. Die Sonne ist fast weg. Wir haben die Golden Hour in den letzten Minuten und dann kommt die Blue Hour und dann wird's zapfig kalt. Aber Arbeit ist das wärmste Jäckchen. Wir werden erstmal noch ein bisschen Kilometer machen im Dunkeln auch. Ich habe trockene Lippen. In wenigen 100 Metern darf ich endlich erst die nächste Flasche trinken. Ich kann genau sagen, wann. Sagen wir mal so 300 Metern ungefähr. Ja, kann ich was trinken. Und André darf endlich seine erste Flasche trinken. Ja, so ist das, wenn man nur 5 Liter dabei hat für 2 bis 3 Tage. Aber wird schon.
Fritz hat ja immer noch ein bisschen was extra dabei. Ja, ich teile gerne. So, ach, eine Sache möchte ich an dieser Stelle vielleicht mal sagen. Ne? André filmt natürlich hier und schleppt Kamera und Drohne. Aber hier hinten habe ich auch noch ein fettes Paket mit Akkus, Ladegeräte, Powerbanks und Drohnenakkus mit. Ne? Also, ich schleppe auch ein bisschen was von Andres Zeug. Hopp, hopp, Rennekorb, den nächsten halben Liter. Ich weiß ja gar nicht, wie ich in der Zeit all die ganzen Riegel essen soll, die ich gekauft habe. Du, das also wenn, anfangen, wenn, wenn Unterstützung war, ist gar kein Problem. Also meine Taktik ist, heute esse ich gar nichts mehr. So, weil dann habe ich morgen in der ersten Riegelpackung 6 Stück, das heißt 2 zum Frühstück, 2 zum Mittag. Sind. Davon hast du wie viel dabei? Diese kleinen 6. Also, wie ihr seht, wir haben jetzt ein Kameralicht am Start. Wir haben keine Kopflampen und nichts und wir nutzen dieses Kameralicht auch nur, wenn wir mal kurz eine Szene filmen. Das Gute ist, ich bin jetzt wieder nachtblind und sehe gar nichts. Also wie Sie sehen, jetzt haben wir das Licht wieder ausgemacht. Und mir ist gerade aufgefallen, dass es einfach nur stockendämlich ist. Jetzt noch circa so 5, 6 Kilometer müssen es sein, vielleicht auch 7. Jetzt hier Freestyle einfach lang zu gehen, ich sehe überhaupt nichts. Aber ich bin ja mathematisch nicht begabt. Ja. Wenn ich jetzt 3 von diesen 20 Grad Sommerschlafsäcken habe. Dann halten die 60 Grad aus. Ja, soweit bin ich auch. Nee, aber kannst du mir das berechnen als Analyse, Fritz? Ja, wir haben da vorhin schon mal mit André drüber gequatscht. Und ich sag mal so, wenn man jetzt von der Temperatur ausgeht, bei der du gar nichts bräuchtest, wären vielleicht so 30 Grad. Da könntest du dich einfach hinlegen. Ja. Das heißt, der Schlafsack geht bis 20 Grad, das heißt, der gibt dir 10 Grad gibt der dir an Wärmeisolation. Ja. Ist vielleicht eine völlig bescheuerte Rechnung, aber das heißt, wenn du 3 Stück davon hast, dann bist du von 30 runter auf 0 Grad. Ja. Also besser als meiner. Ha. Und viel günstiger. Ja, weil ich ein Sparfuchs bin. Ja, weil du clever bist. Da wir uns gerade auf der Nordhalbkugel befinden, können wir einen sehr coolen Trick anwenden, um die Himmelsrichtung bei Nacht zu bestimmen. Und das Ganze sieht man gerade sehr gut im Hintergrund. Und zwar ist dort der große Wagen. Du hast da 3 Sterne, die so ein bisschen krumm sind, ne? Ja. Bob. Ja. Und dann hast du da oben 4 Sterne. Ja. Diese 4 Sterne verbindest du zu einem Viereck. Ja. Und vom untersten linken Stern verbindest du diese 3 Sterne ran. Dann ist das stell dir vor, wie ein Wagen mit so einem ganz langen Griff. Ja. Ja. So. Der steht quasi auf dem Griff. Ja. Und das ist das Sternbild der große Wagen. Den findest du immer wieder. Der steht mal so, der steht mal da, keine Ahnung wo. Okay. Und davon nimmst du die vordere Front, also die obersten beiden. Dort, wenn du den Wagen schieben würdest, wo gegen fährst. Ja. Und wenn du die beiden hast, dann verlängerst du die 5-mal, bup, 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 und triffst auf einen Stern, der hervorsticht. Ja. Das ist der da. Ja. Und wenn du den nach unten zum Horizont ziehst, hast du Norden. Und der Nordpolarstern, muss dir vorstellen, der ist fix. Das heißt, das dreht sich alles so um diesen Stern drumherum. Und dadurch könnte der große Wagen auch da oben sein, aber dieser Nordpolarstern steht immer im Norden. Alter Fritz, wäre ich eine Frau, hättest du mich heute Abend sowas von rum. Woher weiß man sowas? Wir haben gerade mal geguckt, weil hier ist auch eine Kartenfunktion. Hier sind wir gestartet, ein Stück hoch. Dann wollten wir dieses eine Feld umlaufen, sind quasi quer gegangen und dieser Punkt hier, diese Biegung, da standen wir oben und haben entschieden, dass wir zu den Klippen gehen wollen. Und seitdem sind wir ziemlich gerade gelaufen, also passt unsere Peilung. Und dieser Riegel stammt übrigens von André. Das heißt, er pirscht sich schon mal so ein bisschen an unser Wasser ran. Ich bin nur Essensgeber aus Leidenschaft. Aus Leidenschaft, ja. Ich mach das gerne. Ja. Ich gebe dir aber nicht gerne Wasser. Nein, Quatsch. Ich stelle mir gerade mal wieder die Frage, warum? Warum können wir nicht mal einfach irgendwo hin, die Natur genießen, die Landschaft, einfach einen geilen Trip machen mit geiler Ausrüstung, mit Licht und so weiter und immer hier so. Halt dich doch mal fest am Sand. Hier oben kannst du dich an Sonnenwischen festhalten. Die abfällt. Nee, pass auf, ich werfe einfach den Rucksack. Oh. Ich wusste, dass das passiert. Oh!
ist jetzt hinten irgendwo ein Canyon runtergefallen. Richtiger Mann. Lasst mich einfach zurück. Ich akzeptiere mein Schicksal. Fabio, das ist, musst du wie in einem Halfpipe sein. Guck mal hier. Du kannst hier Anlauf nehmen und dann rennst du da hoch. Ich hatte gedacht, du kannst schon mal den Dornbüschen super festhalten. Ach, das war schön. Das war schön, ja toll, das danke. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich glaube, unser Geschrei hat irgendwas angelockt. André hat irgendwas gesehen oben auf dem Hügel. André meinte gerade, dort oben in der Silhouette auf dem Berg wäre etwas. Ich sag, es ist einfach nur Paranoia. Fabio fing gleich an, hier sind irgendwelche Spuren. Nee, hier sind, Alter, wie viele, wir haben hier so viele Spuren heute schon gesehen. Du meinst die Scheiße, die überall rumliegt? Nein, die Fußspuren, so. Die Pfoten und Hufen hier. Ach so, ja. Ja, Schafe oder Ziegen oder so, Wüstenziegen. Die gemeine Wüstenziege könnte hier unterwegs sein. Das ist schon irgendein Predator, das muss aber allen klar sein. Soll ich sagen, was das Schöne ist? Egal, was hier heute passiert oder in den nächsten Tagen, uns kann hier keiner rausholen. Also egal, was passiert, wir müssen hier selbstständig wieder rauskommen. Das ist halt wirklich der Gag an der Sache, weil wir haben ja diesmal jetzt kein Backup-Team wie bei Seven Wars, wo wir einfach anrufen und sagen, ihr holt uns mal ab. Ja. Gibt's halt nicht. Ja, das hier ist ernst. Wie sieht mein gelber Schlafsack aus? Gut. Ja, also wir haben uns jetzt hier niedergelassen, weil wir einfach im Dunkeln nicht mehr weiterkommen. Das ist keine Chance. Wir sind im absoluten Schneckentempo unterwegs. Ich habe mir ein Kissen aus meinem Rucksack gebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass eine Flasche unten so komisch undicht war und ich erstmal Wasser jetzt hier im Packsack unten drin hatte. Dir ist schon vor Stunden aufgefallen, dass die kaputt ist. Du hast es nur ignoriert und wieder zurückgesteckt, was keiner bis heute versteht. Ja, das ist richtig. Und ich möchte da einfach nochmal ans Team appellieren, an Fabio und André, dies in Zukunft zu unterbinden, wenn ich auf solche dumme Ideen komme. Ja, guten Morgen. Meine Nacht war richtig hart beschissen. Es war knüppelhart. Fabi hat wahrscheinlich geschlafen wie ein kleines Baby. Ich habe tatsächlich geschwitzt. Ja, das ist schön. Ich bin ab 0.40 Uhr jede Stunde wach gewesen. Jede. Die Nacht war erholsam. Also natürlich bin auch ich mal erwacht. Aber das lag dann daran, dass ich mich dann doch mal nach rechts, nach links gedreht habe. Also mein Setup war eigentlich ganz okay. Boah, ich kotze ab, ey. Also es ist halt schon irgendwie warm im Schlafsack, aber diese Kältebrücke nach oben ist richtig scheiße. Na Freunde, ich habe jetzt die menschliche Banane gemacht. Füße unten raus. Trick 17. Zack. Werden wir nach innen stülpen. Das ist so geil. Oh, es ist aber kalt. No joke, hier ist ganz fein Eis drauf. Vielleicht, ob man das im Detail sehen kann. Hier. Das ist Eis drauf. Das ist einfach dafür der Beweis, dass wir heute auf jeden Fall 0 bis minus 1 Grad hatten. Super Abenteuer. Das heutige OTD ist ein wunderschöner Schlafsack-Poncho. Er hat mehrere gute Funktionen. Man kann aus dem unteren Teil seine Beine rausstrecken. Man hat hier einen Reißverschluss, an dem man ganz entspannt an seine Tasche kommt, um zum Beispiel zu navigieren. Ja. Man kann hier aber auch mittels einer vorgefertigten Strüppe seinen Schwanz festknoten, den Bananenschwanz, und am anderen Ende noch sein Cap. Also ich möchte gerne mal Skala 1 bis 10 stylemäßig in die Kommentare haben, wie ihr mein OTD findet. Sieht fresh aus. Kann ich reden, ich konzentriere mich, keinen Stuhlgang hervorzurufen, weil davor habe ich Angst. Ohne Klopapier. Deshalb lass uns jetzt losmarschieren und ab. Fabio, willst du damit vielleicht so ein bisschen auskratzen später? Okay, let's go. Dort oben kommt gleich die Sonne. Im Hellen ist das schon wieder ganz was anderes, hier lang zu laufen. Aber im Dunkeln hat man einfach nichts gesehen. Oh, es ist so kalt.
Es fühlt sich halt wirklich an wie auf so einer Wintertour. Von den Temperaturen her jetzt am Morgen. Alles ist eisig und eingefroren. Dabei sieht es irgendwie total warm aus. Völlig verdreht hier alles. Oh, Sonne. Sonne, wärme mich. Also Wärme kommt noch nicht an. Nee. Gut, dass wir die Schlafsäcke noch haben. Fabi wird jetzt einfach nicht mehr reden, weil er Angst hat. Ich halte dass ein. Ja, dass der Schließmuskel sich öffnet. Ja. Die Gefahr ist so groß, dass es ploppt. Also, gehen wir da vorne und dann werden wir nochmal wieder die 10 Grad anpeilen und gucken, ob wir an der Klippe ankommen. Oh, jetzt bin ich wieder richtig hyped, Freunde. Jetzt habe ich wieder Bock. Jetzt finde ich es geil. Da hinten ist so eine Ruine, ich weiß nicht, ob ihr die schon seht. Die peilen wir jetzt an. Da will Fabio einen kleinen Popoklops droppen und dann wollen wir weiter zu diesen Klippen da hinten. Ich freue mich aber schon auf die krassen Felsformationen, die später kommen werden. Auf jeden Fall heute noch. Ah, mir läuft die Nase. Und da oben, ich weiß nicht, ob ihr es seht, kommt jetzt irgendwie ja, so ein kleiner Mini-Lost Place. Den werden wir uns mal angucken. Also das hier ist das stille Örtchen meiner Wahl. Das haben wir schon oben vom Berg aus gespottet. Das war meine Motivation, bis hierhin zu laufen. Meine Taktik sieht folgendermaßen aus, aufgrund des fehlenden Klopapiers. Ich habe noch eine versiffte Unterhose. Die werde ich gleich kombinieren mit ein paar Tropfen Trinkwasser. So habe ich einmal trockenes Klopapier und feuchtes. Ich werde auf jeden Fall diese Unterhose mit mir schleppen. Weil morgen habe ich ja das gleiche Problem. Ja, du musst die ja mitnehmen. Ja, ja, ich muss die. Du musst mitnehmen. Die aber auch ganz clever falten halten. Ne? Genau, ich werde die auf jeden Fall links drehen und dann morgen beim nächsten oder heute beim nächsten Wasserloch reinigen. Ja. Ja, okay, also, let's go. Ich glaube, das sind genug Details, oder? Huhuhu! Alter! Jetzt wird aber richtig. Ist aber richtig wild hier. Holy shit! Alter! Ich glaube, jetzt kommen wir in den Bereich, wo es halt losgeht, wo wir hin wollten, landschaftlich. Alter, das ist brutal. Rucksack festzurren, denn wir haben einen teuflisch guten Plan entwickelt. Und zwar wollen wir jetzt Verlängerung in diese Richtung einmal nach unten in den Canyon steigen. Noch einen zweiten Canyon durchqueren, die haben wir nämlich schon gespottet. Und dann dort hinten auf diesem einzelnen Berg, dort wollen wir auf den Gipfel. Wir haben irgendwie Bock auf dieses Gefühl, dort oben zu stehen und dieses ganze Massiv nochmal im Ganzen zu betrachten. Könnte auch geil für die Drohne sein. Und eventuell, wenn es möglich ist, wollen wir dann auf diesem Kamm leicht nach rechts gehen und dann wieder runter. Also eigentlich quasi straight durch. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht so ganz, aber wir machen das jetzt einfach. Natürlich mit äußerster Vorsicht, denn wir sind Profis. Wir machen jetzt den ultimativen Canyon-Echo-Test. Alter, keine Ahnung, ob das auf der Kamera überhaupt rüberkommt oder vom Sound, aber das schallert richtig so. Geht hinten richtig so rum, Alter. Ja. Also jetzt weiß auch jeder Predator Bescheid, dass wir kommen und jetzt geht's abwärts. Wir haben uns schon grob so einen Weg ausgesucht. Oh, geil, ich hab so Bock gerade. Übelst. Ja. Weil jetzt kommt jetzt der geile Scheiß. Ich hab's euch gesagt. Jetzt wird's richtig nice. Anfangs alles ein bisschen flach, schon ganz cool. Aber jetzt kommt the wilderness part. Oh,
Ja, gut. Es ist halt alles bröckelig. Das ist geil. Ey, es hat sich alles so gelohnt. So krass. Diese scheiß Nacht hat sich dafür schon gelohnt. Ja, auch alles. Das Flugzeug. Ja, stimmt. Ja, jetzt habe ich völlig vergessen. Ja. Wir sind ja hier bei Plan C. Ja. Wir wären ja eigentlich gerade auf Madeira. Wir hätten auch sagen können, so, ja. Ey, es hätte nicht sein sollen. Ja, lass uns nach Hause fliegen. Wir fliegen nach Hause. Wer weiß, für was es gut war. Ja, ja, das ist halt manchmal so. Muss man akzeptieren. Genau. Oder man findet Plan B und wenn der nicht funktioniert, Plan C. Geil. Und jetzt sind wir hier. So muss das sein. Wir haben uns jetzt entschieden, ein bisschen versetzt zu gehen, dass wir uns jetzt hier nicht irgendwie die Steine gegenseitig überhauen. Weil das wäre fatal. Hier ist alles so lose. Und jetzt Fritz da unten geht und ich trete hier was los und der kriegt das in den Rücken oder in den Kopf. Das wäre nicht so geil. So, Kameras auf dem Kopf. Die Hände müssen frei sein, denn es ist recht steil und ich werde hier auf allen Vieren jetzt lang gehen müssen. Es ist halt kein Felsmassiv wie jetzt zum Beispiel in den Alpen, sondern es bröckelt hier natürlich alles weg, ist ja klar. Deswegen versuche ich immer, mir einen Halt mit den Händen zu suchen. Knochen. Wahrscheinlich vom letzten Abendmahl des Predators. Okay, Priorität hat heil unten ankommen. Um nichts anderes geht's. Alter Scheiße. Musst du echt ultra aufpassen. Game. Stück für Stück. Es ist eigentlich so ein bisschen wie in einer Boulderhalle. Stück für Stück. Wieder einmal frage ich mich, wie krass ist diese Erde? Es ist einfach, was es alles für Orte zu entdecken gibt. Und selbst wenn man sein Leben damit verbringt, zu reisen, zu unbekannten Orten zu pilgern, man wird niemals alles sehen, was dieser Planet zu bieten hat. Wahnsinn, ey. Ich bin einfach überwältigt. Guckt euch das alles da an. Das ist einfach nur Hammer. Da wird gleich gewaschen, aber hier vorne ist noch irgendwas, was super interessant aussieht. Wow. Oh, hier sollte man nicht zu weit an die Kante gehen, weil ich sehe, dass das hier quasi bis hierhin unterhüllt ist. Das ist alles quasi abgebrochen. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, hier ist alles hohl, ja. Ja, hier auch hohl gewesen, abgebrochen. Exploren, Leute, erkunden. Wie geil. Ach, guck mal. Sieht man recht diese Platten hier. Guck mal, wie dünn das ist. Und das geht locker 2 Meter dort hinten rein. Das ist alles hohl hier. Übelst geile Location. Wir müssen hier natürlich ein bisschen aufpassen, aber ist ja keiner über uns jetzt. Und zwar, das, was wir im Hintergrund sehen, sind Ablagerungen auf dem Meeresboden. Also diese komplette Wüste, Steinwüste, in der wir uns hier befinden, das war vor zig Millionen Jahren mal ein Meeresboden und durch tektonische Plattenverschiebungen hat das Ganze nach oben geschoben. Und deswegen sieht man ganz schön, dass man hier so verschiedene, ja, wie so Phasen hat, ne? Da kennt man hier sehr gut. Hier oben ist es alles ein bisschen röter, das ist, glaube ich, so ein bisschen Kalk. Hier, so Sand, hier ist Sandstein auf jeden Fall, müsste das sein. Mal richtig schön, wie so Jahresringe beim Baum, hat man das im Gestein. Dreht euch mal mit um hier, weil hier hinten sieht man es eigentlich am geilsten. Hier.
Ich weiß gar nicht, was das Rote ist. Aber das Grau, Rot, das hier oben sieht wie Sandstein aus. Geil. Wisst ihr, was ich mich frage? Ob hier, blöd gesagt, jemals ein Mensch an dieser Stelle schon mal war. Ich weiß nicht, also kann gut möglich sein, ne? Viele tausend Jahre natürlich alles hier alt und die Menschheit auch. Aber das ist so speziell hier drin, ob genau in diesem Abschnitt hinter uns, ob hier schon mal wer war. Und wir müssen auf jeden Fall, vielleicht machen wir das an dieser Stelle, mal die Drohne durch diesen kompletten Canyon jagen, damit ihr das auch mal von oben seht. Wieder eine frische Unterhose seit, wie lange sind wir hier? 4-5 Tage? Der erste Canyon ist durchquert und dort hinten ist ja der Berg, auf den wir rauf wollen. Hier vorne müsste aber noch mal ein neuer Canyon kommen. Boah, wenn wir da oben drauf stehen und das alles so überblicken hier nochmal. Ja. Das ist so geil. Und ich habe auf dem ganzen Weg hier, auch hier, bisher kein Müll gesehen, keine Fußabdrücke, also nichts, was keine Reifenspuren. Was irgendwie auf einen Mensch hinweist. Oh. Alter, Kameraschwenk. Ihr habt ganz gut gesehen, was wir für einen Weg auf uns genommen haben, um überhaupt erstmal hinzukommen. Ach du Scheiße! Heftig. Na, da wird es jetzt echt gefährlich. Ja, jetzt kommen hier die anderen, jetzt kommt dieser andere Ultra Canyon, wo wir irgendwie durch müssen. Aber hier kommen wir runter. Wie kommen wir wieder rauf? Ja, da. Da, zack, zack, ja. Zack, da rüben hoch. Alter, ich komme mir vor wie in so einem Computerspiel, Alter. Das ist so geil. Das ist so geil. Indiana Jones. Es macht so einen Unterschied, ob man einfach so einen Wanderweg langläuft oder hier so lang kommt. Denkt so, okay, wir sind da oben und wollen dahin und müssen durch zwei Canyons und. Alter. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich würde sagen, das hier ist Thymian. Es riecht einfach so lecker. Oh ja, oh, geil. Das Coole ist, dass wenn ich jetzt irgendwie mal was koche mit Thymian, ich diesen Geruch einfach immer mit dieser geilen Landschaft hier verbinden werde. Wie klein der André aussieht da unten. Das Miese ist, im Vergleich zum Beispiel mit den Alpen bei Felsen, wenn ich hier einen Griff habe, kann ich den Griff einfach hochheben. Und das einfach mit allem so. Hier bröckelt einfach alles weg. Hin.
es geschafft. Dieser Moment, wenn ihr jetzt um die Ecke kommt, Alter. Kommt hier, um die Ecke. What? Was zur Hölle, Alter? Holy shit. Alter. Im Uhrzeigersinn bekommt ihr jetzt einen geilen 360 Grad Rundumblick. Eine Kammwanderung hier. Hier ist doch noch nie ein Mensch lang. Freunde, wir sind hier die Ersten. Meine Gefühle überkommen mich einfach. Ey, einfach nur geil. Die Leute hören auch seit 15 Minuten einfach in jedem Tag, geil, Alter, oh, mega, oh, Alter, das ist Hammer, geil, oh, ich fühl's. Und ich glaube, uns überwältigt das auch so krass, weil das halt auch nicht so krass geplant ist. Also es ist halt mehr so, ja, grob dadurch, wir gucken so ein bisschen und dann einfach los. So. Und deswegen hatte man wenig Erwartungen, weiß nicht, was kommt, und dann boom! Einfach links und rechts eine geknallt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein krasses Freiheitsgefühl hatte, wie hier auf dieser Tour. Also egal, ob jetzt mit dem Fahrrad irgendwo lang fahren, aber es waren ja immer Straßen und so oder irgendwelche Trails. Und hier ist einfach, du hast das Gefühl, du hast grenzenlose Möglichkeiten. Einfach irgendwo hin, das hinten sieht cool aus, ach, lass das straight gehen. Das auch, also diese Freiheit zu sagen, ey, wollen wir da hingehen? Okay, wir peilen, let's go. Dort drüben sind wir gestartet, einmal durch, ihr habt es gesehen, bis dort auf den Gipfel, dann am Kamm entlang. Und jetzt haben wir gerade die weitere Richtung geplant. Und zwar wollen wir hier absteigen. Und dann kommt hier unten eine helle Freifläche, die nehmen wir, gehen dort rüber. Und hier kommen so, ja, neue weitere graue, grüne Freiflächen. Und das ungefähr so ganz grob wird unsere Richtung sein, die wir gehen wollen. Ordentlich Meter machen jetzt mal. So, jetzt beginnt der Abstieg und wir müssen uns wieder so aufteilen, dass wir uns nicht gegenseitig mit den Steinen abschießen. Okay. Der Rucksack zieht einen so krass nach unten. Aber das hier sollte ich natürlich jetzt auch eigentlich nicht machen. Alter Fabi, was machst du da? Bist du dämlich? Ich wollte den eigentlich ablegen. Ich habe gedacht, der rollt jetzt bis da. So, von da oben sind wir runter, jetzt sind wir unten angekommen. Jetzt geht's hier unten weiter. Thank you.
gerade sehr schön, wie diese, ich weiß nicht, ob es Quarz ist, ich glaube, Schicht durchgeht. Guck mal hier, zack. Ich breche mal so eine kleine Ecke raus. Das ist das, was wie so eine Glasscherbe aussieht. Ist natürlich noch ein bisschen dreckig. Ja, geht hier ganz fein durch. Wir können das ja als Exit nehmen. Ja, klar. Holy shit, Alter. Das war wirklich das Exit. Sonnenbrand ist da. Wir holen jetzt schon unsere Pullover und Jacken raus, um uns die in den Nacken zu legen. Wir sind schon leicht verkohlt. Aber der eine oder andere könnte jetzt sagen, warum habt ihr keine Sonnencreme gekauft? Gab's nicht. Schade. Mann, plötzlich hier am Nil. Jetzt wohl die Durchwässer. Jetzt gibt's Wässerdurchquerung, tatsächlich. Ich möchte, dass du springst. Ja, ich werde doch springen. Drei, zwei, eins. Seit über 6,5 Stunden unterwegs. Wir hatten bisher gefühlt nicht ein Fleckchen Schatten. Und wir haben hier gerade so eine, ja, keine Ahnung, Baracke, was auch immer, gefunden. Wellblech im Hintergrund, da ein paar Berge. Jetzt einfach mal kurz auch den Rücken wieder entlasten. Einen kleinen Riegel essen, was trinken. Kurz 20 Minuten Pause machen und dann geht's weiter. So. Es ist übrigens natürlich ein bisschen ärgerlich mit dem ganzen Plastemüll von den Flaschen, aber es gab leider keine 1-2 Liter Flaschen, deswegen mussten wir es so lösen. Und wir haben gerade mal ein bisschen das Ganze gecheckt, wir sind schon ein Stück über der Hälfte, das heißt, ich kann auf jeden Fall ordentlich was trinken und essen. Mit einem kleinen Puffer noch, das gefällt mir. Ach so, noch eine andere Info, wir liegen hier übrigens auf dem Riesenberg Scheiße. Proteinriegelchen? Oh, was ist denn los, Fabio? Mensch! Willst du tauschen oder ist der geschenkt? Nee, das ist einfach geschenkt. Okay. Jetzt geht's ja los hier. Fabio kriegt Gänsehaut in der Wüste. Unsere Pause neigt sich langsam dem Ende. Ich habe gerade 3 Riegel verspeist und jetzt habe ich ein kleines Problem, Freunde. Hey, ich sag mal so, das Auto hupt. Ich habe da so eine Idee. Fabio, was glaubst du, wird diese Idee funktionieren? Ich spreche sie nicht aus. Die Leute wissen schon, worum es geht. Nicht? Ja, dann ziehe ich mal los, wa? Wir haben noch so ungefähr 1,5 Stunden Licht, nicht mehr ganz. Und haben uns überlegt, dort oben jetzt hoch zu gehen und auf dem Berg zu übernachten. Aber hier vor uns liegt nochmal ein wahrscheinlich heftiger Canyon. Wir werden es in wenigen Augenblicken erfahren. Irgendwie habe ich Gefallen an so ausgetrockneten Canyons gefunden. Sieht einfach nur graziös aus. Und hier sind auf jeden Fall
einige Spuren von Schafen oder ganz anderen Prädatoren mal wieder. Also, hier muss ich jetzt nicht gerade weiter. So, Fabio ist drüben schon beim Schlafplatz, während ich jetzt hier gerade noch den Airdrop gefilmt habe. Jetzt gibt es so eine kleine Mini-Kammwanderung hier. Alter. Alter. Wie für uns gemacht? Ja. Ey, wie geil ist das denn, Alter? Mit diesem Ausblick? Hoho! Kleiner Disclaimer, wir zeigen jetzt wieder Fabios Füße und die neuen Blasen und den Zustand der alten. Wer das nicht sehen kann, bitte kurz eine Minute oder sowas überspringen. Let's go. Alte Schwede. Die ist neu. Aber die am Hacken finde ich eigentlich am geilsten. Die klappbare. Da kannst du auch was drin verstauen. Der kleine Zeh, den kannst du eigentlich abnehmen, oder? Ja, der ist, also ist am Faulen, der ist am Abfaulen. Ja. Jetzt. Ja. Und wie fühlt es sich so an? Ja, es ist schon angenehm, jetzt mal hier diese Socken auszuziehen. Ja, meine Schuhe haben auf jeden Fall auch gut gelitten hier bei dem. Ach so, ja, meine Vans lösen sich auch so halb aus, so ein bisschen. Das geht noch. Also die halten schon länger, als ich dachte, so jetzt hier bei der Sache. Airdrop in 3, 2, 1, Auslösung. Damit das Ganze auch mit fairen Mitteln abläuft, Fabi hat soeben ein Zitronenwasser von mir bekommen. Ich habe im Gegenzug einen Proteinriegel von ihm bekommen. Und auch der André hat ein Zitronenwasser von mir bekommen. Und ich gestern einen Riegel von ihm. Rein preislich steht das nicht in keinem Verhältnis, weil meine Getränke viel teurer sind als die Einzelriegel. Das stimmt überhaupt nicht. Der Proteinriegel hat mindestens 1,20 gekostet. Ja. Hier, das waren 1,09 Euro. Siehste? Shit, ich bin 11 Euro im Miese bei dir. 11 Euro vor allem, 11 Cent. Haben wir eigentlich schon mal den Ausblick gezeigt hier? Da hinten ist irgendwie Militärzone, Airdrop und so weiter. Gepäck ist angekommen. Holen wir morgen früh ab. Wisst ihr, was das Problem ist? Die Sonne geht da hinten schon fast unter. Es ist sofort kalt. Und ich weiß einfach jetzt schon, die Nacht wird richtig beschissen für mich. Und ich habe gar keinen Bock. Gemacht. Ich habe hier mein Kissen aus leeren Flaschen. Im Hintergrund ist die Sonne gerade noch mal am Horizont richtig geil rausgekommen. Wird wahrscheinlich gleich weg sein. Ich freue mich auf die Nacht. Wir haben morgen natürlich auch noch ein ordentliches Stückchen vor uns mit ein paar geilen Stellen, auf die ich mich freue. Ich sage an dieser Stelle einfach schon mal gute Nacht. Wir gönnen uns noch ein paar Riegel, trinken ein bisschen was, genießen den Ausblick und haben hoffentlich eine erholsame Nacht. Aber realistisch gesehen werde ich mir wieder den Arsch abfrieren. Er grinst. Dieser Hund. Ich habe kurz überlegt, ob ich fragen soll, ob ich mal mein Setup hier vorstellen soll, aber ich dachte mal, das lasse ich. Ja, ja, ich hab... Um die Wunde nicht noch weiter aufzureißen. Nee.
Dafür sind meine Füße heile. Uhr. Ein Wind frischt auf. Ach, Fabio, ist eine sehr gute Frage. Wie spät ist es? Es ist 1.10 Uhr. Wie spät es ist, ist eine sehr gute Frage. Es ist 2.15 Uhr. 3.35 Uhr. 5.45 Uhr. Ah, super. Danke. Der Mond ist auch am Start. Es war wieder eine vorzügliche Nacht. Oder auch nicht. Ich habe mal mir den Spaß erlaubt und meinen Schlaf getrackt. Und, Moment. Tiefschlafphase, ich glaube, das ist die, wo man sich erholt, ne? 1 Stunde 12. Und leichte Phase, also da, wo man so ein bisschen döst, ist 4 Stunden 8. Also ich fühle mich jetzt nicht so erholt. Tatsächlich kältemäßig ging's. Aber Fabio Schäfer, die alte Legende, den interessiert das nicht. Der schläft, schläft seit 21 Uhr gestern Nacht, immer noch. Der hat sich nicht einmal bewegt. Nicht einmal, der liegt immer noch so da. Und der wird nachher aufwachen und sagen, oh, das war eine gute Nacht. Ja, ich habe wieder 8 Stunden lang durchgeschlafen. Super. So, 6.29 Uhr. Der Mond ist leicht gewandert. Und Fabio pennt immer noch wie ein Stein. 7.11 Uhr. Und die Dämmerung beginnt. Sonne ist aufgegangen, wir haben alles zusammengepackt. Es geht in wenigen Sekunden los, aber ich habe nochmal einen Blick aufs Thermometer gewagt und wir haben aktuell Stand jetzt gerade 1 Grad. Also kein Wind, kein Regen, ne, maximal heute 16 Grad, aber jetzt einfach nur 1 Grad. Das heißt, wir hatten heute Nacht wahrscheinlich wieder irgendwas um die minus 1, 0 Grad. Die Flaschen beim Trinken eiskalt, sobald man mal pinkeln war und aus dem Schlafsack raus ist, eiskalt, obwohl das Ganze nicht so wirkt. Aber auch in the desert kann es kalt werden oder wird es kalt. Wir werden jetzt straight in die Richtung gehen, ja, auf dieses Hochplateau, das ist unser Ziel. Mal gucken, ob wir da überhaupt irgendwie hochkommen. Aber, und das sieht man jetzt schon, auf dem Weg dorthin ist auf jeden Fall mindestens 1, 2 oder sogar 3 Canyons, die sich da irgendwie durchziehen. Wird, glaube ich, auch nochmal geil, aber wir folgen jetzt einfach der Richtung. Fabio dreht jetzt völlig durch. Ja. Zack, 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 zack. Oh, geil. So eine Runde Trailrunning. Man kennt es. Was ist los mit dem Typen? Er fängt einfach an zu joggen. Was soll das?
Wo steckt ihr euch einen Finger so rein? Dieser Lehm ist so geil, flauschig, flutschig, glitschig. Das macht wirklich Spaß. Damit könntest du deine geile Schale töpfern, die da war. Ja, stimmt. Ja, das würde übelst krass funktionieren. Kommt eine Höhle. Aber ich glaube. Nee, es macht echt. Nee, kommst du mit Rucksack nicht durch? Das wäre auch richtig dumm. Weil es ja kein Stein ist, sondern. Mhm. Geh da oben lang. Ein bisschen hier hinten. Oh, das ist. Ah. Da war, wir stehen hier gerade auf einer kompletten Unterspülung halt, ne? Okay, wir müssen darüber jetzt einen Jump wagen. Okay, ich mach's jetzt einfach, ja? Oh, Alter, das ist schon geil, Alter. Das ist schon geil. Anrennen. Wie Mountainbike. Einfach ran und dann bupp. Alter, fühle ich gar nicht. Hey, mach jetzt. Alter, das fühle ich null. Wieso? Weil das zu Fuß ist. 3, 2, hä, was? Gar kein Fall. Ja, lass mal André vor. Mountainbike gerne, ja. Fabio hat Angst. Von hier unten sieht es total lächerlich aus. Das sieht für mich nicht machbar aus. Fabio ist eine Muschi. Fabio ist. Nein, du musst nicht, Fabio, wenn du nicht willst. Aber von hier sieht es voll lächerlich aus, ne? Ja, es ist ein Meter oder so. Ja, ja. Nee, ich gehe einfach hinten durch die Höhle. Werdet ein. Gefühlt ein ganzes Canyon-Labyrinth durchquert. Kommt der nächste. Was geht so bei dir? Oh, ich finde gerade diesen Boden sehr angenehm. Irgendwie ist das touchy. Das sieht so weich samtig aus. Ja, es ist so ganz samtig. So leicht lehmig, aber dennoch trocken, aber irgendwie noch so eine Restfeuchtigkeit. Es schick dich, Alter. Das ist nicht dein Ernst. Fario, du überhitzt! Ist das gerade wirklich passiert? Ich glaube schon. Alter, nein. Alter, das gibt Nippeltwist des Todes, aber Double Twist. Aber nicht abreißen. Ja, ich kann für nichts garantieren. Das ist unfassbar. Das Gute ist, ich vergesse nicht und schlage zu, wenn es vergessen ist. Krass, das hat sich gereimt. Das war gar nicht meine Absicht. Ach, du bist ein richtiger Gangster-Rapper, Alter. Ich hab so Angst, Alter. Ja, nee, ich mache erst das. Ja, dass du nicht mehr dran denkst. So. Ich weiß. Das könnte auch Taktik sein, einfach direkt zuzuschlagen. Thank you.
Was soll denn noch fehlen? Das war stumm. Fuck, das war jetzt schon so ein verzweifelter Angriff. Das war so ein wilder Schwinger. Ja. Freunde, es war ein leicht beschwerlicher Weg durch die ganzen Canyons, aber wir haben es geschafft und sind jetzt kurz vorm Plateau angelangt und werden uns jetzt nach oben kämpfen. Das wird nochmal ordentlich knackig. Machen wir das als Team oder ist das jetzt hier wieder so eine Harakiri, ich mache jemanden nass und Du hättest mich gerade fast gehabt. Ich hab's nicht vergessen. Du hättest mir jetzt den Nimbit fester ziehen können. Vor allem, guck mal, dass er sogar noch... Ja, ich hab den schon gespottet. Ich du hättest machen können. Ich weiß. Aber Fabio ist vielleicht ehrenvoll und macht es gar nicht mehr. Wir werden sehen. Nee, wir gehen da als Team natürlich hoch. Ist ja mittlerweile Tag 3, in dem wir unterwegs sind. Auch die Wasservorräte neigen sich so langsam dem Ende. Ich glaube, ich habe noch 2 Riegel. Ich bin hier schon die Gruppe am Durchfüttern. Eben hier Proteinriegel, den geilen Shit habe ich hier verteilt. Ja, das muss man sagen. Ja. So wie ich gestern noch das Wasser verteilt habe. Naja, man muss wirklich sagen, wir helfen uns gegenseitig, wir supporten uns. Wir kamen als Team und wir kommen als Team und wir gehen als Team. Irgendwie erwarte ich hinter jeder Aktion eine Falle. Einfach in so einen Dornbusch reingeschoben. Bei den Steinen muss man auf jeden Fall aufpassen, die sind super rutschig mit dem Gefälle hier. Ja, wollen wir hin. Auf jeden Fall jetzt mal richtig geschwitzt. Puls bei 122. Alter, du bist komplett was? Weiß hinten. Weiß? Ah! Oh, Scheiße. Oh, die Falle habe ich komplett geschluckt. Ey, wie clever war das denn? Das war Teamwork. Das war Teamwork tatsächlich. Echt? Habt ihr euch abgesprochen? Er hat mir so ein Zeichen gegeben, dass er am Film ist. Ja. Nö, ist noch dran. Aber er ist hart. Aber er ist hart. Na gut, dann kannst du jetzt auch entspannt weitergehen. Wir haben uns alle wieder lieb. Ja. Ach, schön. Und es riecht wieder nach Thymian. Es ist einfach schön. Ich hab Bock auf Pommes. Euro Ausrüstung eine Wüstendurchquerung machen. Das war ja so ein bisschen die Challenge bei der ganzen Sache, die spontan entstanden ist. Und ich muss sagen, ja, die Nächte waren nicht das Beste, aber ich hätte gerne eine dickere Isomatte gehabt, ja, ein bisschen Luxusprobleme, aber es funktioniert so. Ich hatte ein bisschen kalte Füße, bin trotzdem durch die Nacht gekommen. Ich habe ein paar Stunden Schlaf gehabt, ich hatte genug Wasser, ich hatte genug Essen, genug Energie. Also ich bin eigentlich ganz happy mit dem. Absolut auch. Ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ich habe jetzt hier die krassen Schuhe vermisst. Natürlich war das nicht so geil, hier mit den Schuhen hier rumzulaufen. Ich habe ein paar Blasen. Aber wenn man überlegt, was man sonst für eine Gear dabei hat, wie viel Kohle man ausgibt. Ich meine, es macht ja auch Spaß, ja, sich mit Gear und so weiter zu beschäftigen. Aber hieran sieht man mal wieder, man braucht nicht viel Geld auszugeben. Man kann aus der Not heraus einfach geile Sachen erleben. Man nimmt die Erlebnisse mit nach Hause. Und das ist viel wichtiger, als irgendwie vorher viel Kohle ausgegeben zu haben. Ja, würde ich sagen, schönes Schlusswort. Danke an Fabio, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich auch André hinter der Kamera, findet er auch unten. Und da würde ich sagen, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, denn das nächste Abenteuer steht quasi schon in den Startlöchern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.